So, dann wollen wir doch mal gucken. Bevor ich jetzt das Spiel weiterlaufen lasse, wurde gefragt, wie alt denn unser ältester Zwerg ist. Ich habe immer die ersten 7 Zwergennamen rausgeschrieben, die wir ganz am Anfang hatten. Und ich will mal gucken, wer davon noch lebt. Also, Tami war auf jeden Fall von vornherein dabei. Wayne of Games auch. Die hier alle nicht. Ich suche jetzt noch. Also auf der Liste waren Seetangtung, Tummy, Wayne of Games, EVNLP, Liberty Denied, Gerugon und Hex. Ich glaube, ein paar davon waren schon tot. Also ja, Wayne of Games und Tummy haben wir schon mal. Die Zwerge der ersten Generation quasi. Da haben wir noch einen Tamani, das ist es nicht. Da haben wir Gandalf. Der ist auch schon recht alt. Liberty Denied und EVNLP leben beide auch noch. Sehr schön. Fehlt ja nur noch Hex und Seetangtung. Die sind, glaube ich, beide gestorben. Ja, schaut nicht gut aus. Das ist natürlich Gerugon, der nicht sterben wird, weil er immer in seinem Zimmer hockt und alle anderen kämpfen lässt. So wie sie das gehört. Nö, das war's wohl. Na gut, gucken wir mal, wie alt Tummy und Wayne of Games sind. View Creature. So, ist hier das Alter angegeben? Müsste eigentlich. Sie ist 94 Jahre alt. Aber ich glaube, Zwerge wären so 200 oder so. Wayne of Games. Der ist erst 79. So, Efaun ist 75. Also dafür, dass es die ersten Zwerge waren, sind die gar nicht so alt. Aber es kann ja auch sein, dass eben die Leute, die dazugezogen sind, älter waren. Also bevor sie erst in die Festung gekommen sind, waren sie schon 90 und dann sind sie noch älter geworden. Können wir gleich mal gucken. Liberty Denied ist 82. Und Gandalf? 28? Ha, der ist wirklich noch sehr jung. Nehmen wir mal einen anderen, der noch etwas älter klingt. Ich glaube, Corbond war noch ein bisschen älter. Also ist lange im Let's Play dabei. 51, nö. Oh, Gerugor natürlich noch. Gerugor da unten. Gerugor ist 71. Ja, ist doch okay. Und, ey, es fällt mir gerade jetzt erst auf. Er hat nur positive Attribute. Bin ja nicht eitel oder so. Eine unschlagbare Intuition, große Kreativität, an amazing memory, also ein super Gedächtnis. Das ist, ja, geht so. Eine gute Fähigkeit, sich zu fokussieren. Kommt drauf an, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Ein tiefer Brunnen von Geduld, das stimmt wohl. Und große analytische Fähigkeiten. Ja, das ist doch 1 zu 1 der Gerugon aus dem Real Life. Nur mag ich keinen Granit und Gold. Obwohl Gold, würde ich nicht nein sagen. Ich mag keine Armbrüste. Nicht so wirklich. Wenn, dann hätte ich lieber einen Bogen. Und ich mag keine Katzen. Ich bin allergisch auf die. Oh ja, genug rumgealbert. Wir wollen Goblins töten. Und es wurde in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch dieses Replace Clothing auch mal bei unserer Uniform anmachen sollte. Ich habe das zwar einmal angemacht, aber es war an der falschen Stelle. Also gehen wir jetzt zu N. Da. Genau. Da hatte ich jetzt nämlich R gedrückt. Aber es war noch die Lederrüstung ausgewählt. Also gehen wir mal runter und machen jetzt R an. So, Replace Clothing müsste an sein. Und jetzt rüste ich unseren Truppen nochmal damit aus, nur zur Sicherheit. Shift U. Wir hätten gerne einmal für alle die Hammerausrüstung. Shift Enter. Jetzt lassen wir das Spiel weiterlaufen, in der Hoffnung, dass sie jetzt alles ablegen, was nicht zu ihrer Rüstung gehört. Was recht kalt werden dürfte, weil sie keine Socken und so weiter anhaben. Aber das gucken wir erstmal alles. Und dann sollten wir den Goblin-Anführer noch raussuchen, der wahrscheinlich oben in der Falle ist, und den umbringen. Sonst soll die Belagerung anscheinend nicht weitergehen. Das habe ich bisher so nicht beobachtet. Aber ich kenne nur die alten Versionen. Ich weiß nicht. Ah, was machst du da? Warum bist du außen rumgelaufen? Das hat jetzt sehr viel Sinn gemacht.
Also der eine Goblin ist jetzt einmal hier rumgelaufen. Ich hoffe, dass es nicht wie bei Ameisen, dass sie so eine Duftspur legen und die nächsten Goblins dann da rumlaufen. Ja. Na gut, also ich will den Goblin-Anführer töten, um zu gucken, ob dann sie entweder wütend werden und angreifen oder ob sie demoralisiert das Schlachtfeld verlassen. Beides wäre mir eigentlich recht. Ist nur die Frage, wer von den ganzen hier der Anführer ist. Die sehen alle gleich aus. Ich zoome mal näher ran. So. Geht's noch näher ran? Oh, nicht wirklich. Da ist unser Troll. Armbrustschütze. Ich würde gerne das Blinken ausschalten. Ist ein wenig schwer. Da ist ein C, da sind irgendwelche Ratten. Also wirklich optisch. Der da sieht anders aus. Der hat einen Degen oder so. Die anderen haben alle Schwerter. Und der da hat einen Speer. Ja, der mit dem Degen vielleicht. Heißt der vielleicht auch irgendwie anders? Ein Goblin in einem Käfig. Das ist ein Keulenkämpfer. Oder Hammerkämpfer. Das sieht nicht so aus. Aber ist anscheinend nicht der Anführer. Na, vielleicht sind die einfach nur faul und hocken jetzt auf dem Eingang rum, ohne dass ihr Anführer gefangen genommen wurde. Ich kann noch mal ein paar kurz einfach anklicken. Das ist ein Schwertkämpfer. Da ist ein toter Tapir drin. Crossbowman, Swordsman, Spearman. Ich suche jetzt irgendwas, was nach Anführer klingt, aber da ist nichts. Nö. Da sind wir jetzt einmal durch. Nö, gut. Hätten wir das auch geklärt. Scrolle ich mal wieder ein wenig raus, ohne dass das Flackern auftaucht. So ist okay. Das heißt, wir werden einfach warten müssen. Und jetzt gleich mal runter zum Danger Room. Unsere Miliz aktivieren. Also S-Shift-A, Move. Und dann gucken wir gleich mal, was die so anhaben. Also im Idealfall, was nicht wirklich ideal wäre, hätten sie wirklich nur das an, was ich ihnen gegeben habe. Das heißt, keine Socken, keine Hosen, außer die Lederhosen. Keine Tunik, keine Robe. Solche Sachen sollte ich vielleicht noch zu dem Equipment dazu packen. Also zu dieser Vorlage. Und warum kommt da nur einer? Na gut, gucken wir uns... Ah, da kommt der nächste. Gucken wir uns den einen aber schon mal an. Das ist Zück 70N, der dritte, glaube ich. Inventar. Du hast nicht wirklich viel an. Du hast was zu trinken, du hast was zum Tragen, du hast einen Hammer, du hast Schuhe, Hosen. Endlich mal Metallplatten. Ein Helm und einen linken Kupferhandschuh. Er hat schon mal nichts für die Brust. Das ist nicht gut. Was ist mit dir da unten? Du hast dazu noch ein Schild, auch Schuhe, Helm, rechter Handschuh, Hose. Also es hat schon mal ein wenig geklappt, aber nicht ganz so, wie ich wollte. Vorher haben sie ja keine Helme getragen und keine Beinplatten. Jetzt tragen sie beides, dafür tragen sie keine Brustplatten mehr. Hast du auch keine Brustplatte an? Doch, du hast eine. Komisch. Was fehlt denn sonst noch? Du hast was auf dem Kopf, du hast was auf der Brust, du hast was an den Füßen und du hast was an den Beinen und an beiden Handschuhen. Ja, genau so sollte es eigentlich aussehen. Am besten noch ein Leather Hood. Und man kann wohl nicht alles haben. So, eigentlich schon, aber... Na gut. Was mich auch wundert, warum sie nicht zwischendurch wieder loslaufen und den Rest holen. Also ich kann es verstehen, dass sie in alle alles zusammensammeln, dann möglichst schnell zu ihrem Station-Befehl hinlaufen, um denn was zu machen. Weil sonst ist es so wie früher, dass man einmal einen Station-Befehl gibt und dann dauert es erstmal eine halbe Stunde, bis sie alles beisammen haben. Das ist ja nicht so toll. Aber dann, wenn sie da sind und merken, hier ist ja gar nichts zu tun, dass sie dann vielleicht mal loslaufen.
Oh, er hat auch eine Brustplatte ganz oben. Er hat auch eine Brustplatte. Er ist als einziger ohne Brustplatte. Okay. Wo sind die anderen 7 Zwerge? Da waren gerade meiner. Nee. Im Trainingsraum sind sie auch nicht. Da läuft gerade einer ganz langsam runter. Bist du wenigstens richtig angezogen, wenn du schon so langsam bist. Das sieht doch mal richtig gut aus. Schild in der rechten Hand. Okay. 3 Mail-Shirts. Brustplatte, Rucksack, 2 Lederhosen, Hammer, Schuhe, Helm, Handschuhe, Beinplatten. Fehlt nur an der linken Hand was. Und die Lederhuts. Sonst ist er echt gut ausgerüstet. Ja, da darfst du ruhig auch ein bisschen spät kommen. Ah, und warum dieses Shift-D letztes Mal nicht funktioniert hat, war, weil das Trade-Depot noch nicht stand. Das wurde warum auch immer suspended. Das dürfen die mal weitermachen. So, wieder ein Blick runter zu unserem Danger Room. Und immer nur noch 3 da. Nee, komm, den Station-Befehl hebe ich wieder auf, sonst meckern die wieder. So, geht mal nach Hause. Und behaltet eure Sachen am besten an. Warte mal, ich verfolge mal einen von denen, ob die die Sachen jetzt ablegen oder nicht. So. Wo gehst du jetzt hin? Du gehst ganz langsam durch den Tunnel da. Und trainieren. Ah, so lobe ich mir das. Aber du bringst deine Rüstung nicht in die Kiste, oder? Nö. Anscheinend nicht. Du stehst jetzt einfach nur so rum. Na gut. Dann, verlassen wir dich mal. Und guck, die Goblins sind weg. Das ist ja unerwartet. Gucken wir auf die Einheitenliste. Andere. Gefangene. Und die Belagerung ist auch vorbei. Das war ja eine recht schnelle Belagerung. Das kenne ich wesentlich schlimmer. Und es waren ja auch nur 2 Goblin-Trupps oder so. Das ist ja echt lau. Na gut, ich will nicht meckern. Dann können wir es auch mit der Miliz ein wenig langsamer angehen. Und die ganze Sache erstmal zu Ende schmieden lassen und in die richtigen Kisten gestopft bekommen und so weiter. Das sieht nämlich so aus, als wenn die Kisten hier immer hin und her transportieren würden. Warum auch immer. Und vielleicht konnten sie deswegen nicht die richtigen Rüstungen anziehen. Na gut, ich wollte nochmal hier oben zu meiner Pilzfarm und die ganzen Pflanzen einsammeln. Wurde auch schon 1-2 Mal erwähnt, dass wir eh hier schon immer Holz sammeln. Warum denn nicht auch gleich die Pflanzen mit? Und das ist eigentlich gar kein so schlechtes Argument. Denn das sind ja doch eine Menge Beeren, wie ich gerade sehe. Und da können wir schön Alkohol draus bauen. Und da sind, oh, jede Menge Bäume gewachsen. Also Pilzbäume. Die kommen natürlich auch gleich mit. So, mehr Kohle für mehr Waffen. Für mehr Milizzwerge. Die sie dann nicht anziehen. So, was war noch auf dem Plan? Also Danger Room war auf dem Plan, aber erst, wenn alle eine Rüstung anhaben. Wir wollen für alle Rüstung schmieden. Dafür brauchen wir mehr Eisen. Also, wir könnten nach Eisen suchen, aber das lasse ich lieber. Wir schmelzen lieber Sachen ein, die von Karawanen kommen oder von Belagerungen, auch wenn die meisten noch Kupfer dabei haben. Und ich sollte mal den Alarm aufheben, damit die Zwerge erstmal in die Leiche rankommen und die Käfige einsammeln können. Also, MA Inside aufheben. So. Und dann müssen wir gucken, was wir mit dem Goblin-Todestor machen. Wir könnten die eine Bodenplatte, die ich rübergelegt hatte, einfach wieder wegnehmen. Und wieder alle ins Wasser schmeißen. Und was? Wo kommst du denn her? Das ist doch ein Kobold-Dieb. So, wo läufst du hin? Ah, wahrscheinlich hier hinten ein Zwerg. Und der Floor Hedge wird irgendwann wohl jetzt gebaut werden. Da sind ganz viele Zwerge auf dem Weg. Ich hoffe mal, dass hier keine Goblins mehr rumlungern.
Überall liegen Knochen vor unserer Feste rum, ist ja sehr einladend. Tote Zwerge, noch ein toter Zwerg. Und wieder eine neue Jahreszeit. Das Speichern dauert doch ganz schön lange inzwischen. Aber wir haben ja auch schon viel geschafft, das passt schon. So. Was haben wir eigentlich? Frühling. Ja, die Jahreszeiten bekommen wir nicht so wirklich mit, weil selbst im Winter die ganzen Sachen nicht einfrieren. Das bin ich von anderen Karten anders gewöhnt. Da unten ist auch eine Leiche, Jungs. Boah, und da ist der Flower Hedge. Endlich Deckel drauf. So, ich hoffe, keiner von euch geht da jetzt runter. Doch, sind sie schon längst. Wo lauft ihr denn hin? Die Elfen sind ja irgendwo gestorben. Stimmt. Hehe, ja. Das sammeln sie wohl gerade alles ein. Oh, das ist okay. Davon kann ich leben. Oh. Die laufen ganz schön tief rein. Hier sind auch noch Sachen. Aber das war's dann auch. Gut. Also maximal so dürften sie bis hier reinlaufen. Ich gucke mal kurz auf die Einheitenliste, ob irgendwas Böses hier unten rumkreucht. Ein Kobolddieb. Und Wildschweine. Ja, das ist machbar. Wir haben immer noch den einen Geist. Und den Schwarm. Jo. Okay. Das können wir so machen. Und wo ich gerade hier bin, gucke ich doch mal ganz kurz, was mit dem Wasser passiert ist. Erstmal ist hier jede Menge Blut. Und das Wasser ist immer noch nicht abgelaufen. Ja, das dauert echt Ewigkeiten. Also ich denke mal, mit dem Brunnen an der Stelle können wir knicken. Werde ich dann wohl doch wohl oder übel verlagern müssen, das Ganze. Oh, Gerogon hat ein Mandat beendet. Was für ein Mandat? Oh, Crossbow. Ganz schnell wurde ein Crossbow einer. War doch nur einer, oder? Ja, war nur einer. Gut, dann machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.